Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem kleinen Informationsvideo. Ja, heute geht es mal ein bisschen rund und zwar werden wir heute ein paar Punkte abarbeiten, die ich mir hier mal notiert habe. Nebenher werden wir wieder ein bisschen Minecraft hier daddeln. Ich weiß nicht, wie ich sie nennen. Wir nennen es mal nochmal Scrolls World, nennen wir das Ganze einfach mal. Ich muss jetzt mal hier ganz kurz die Einstellung machen, Allow to Cheat, weil dann können wir nämlich ein bisschen rumfliegen und uns das Ganze dann angucken. So, und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu der Aufteilung des heutigen Videos. Und zwar geht es heute um die Veränderungen auf meinem Kanal. Es wird nämlich welche geben. Und zwar fangen wir nämlich direkt mal an. Es wird so sein, dass ich, wie ihr es vielleicht schon bemerkt habt, habe ich inzwischen ein neues Kanalbild gekriegt. Oder ich habe mir ein neues Kanalbild gemacht, besser gesagt. Und das wird jetzt auch noch weitergehen. Ich werde mir jetzt auch ein neues Banner machen und alles Mögliche, sodass der Kanal hier ein bisschen aufgefrischt ist mal oder auf dem neuesten Stand. Zusätzlich werde ich jetzt auch noch ein Video machen für die Leute, die halt auf meinen Kanal kommen zum ersten Mal und so. Dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt hier, dieses, keine Ahnung. Ihr versteht, was ich meine. Dieses Hallo zum ersten Mal hier auf meinem Kanal, wenn ihr hier Ding und blablabla für halt Nicht-Abonnenten. So, das ist der erste Plan, den ich erstmal sehr, sehr gerne durchführen würde. Das kann natürlich alles seine Zeit dauern und sowas. Das heißt also, es wird wahrscheinlich, diese ganzen Veränderungen, die hier jetzt sind, werden alle wahrscheinlich in den nächsten Monaten, also in diesem oder im nächsten Monat geschehen, aber sie werden auf jeden Fall geschehen in nächster Zeit. Und ja, damit komme ich auch zum nächsten Teil. Das Banner wird, wie gesagt, auch noch geändert. Das werde ich halt auch noch ein bisschen dann organisieren müssen, genauso wie das Video. Es dauert halt ein bisschen seine Zeit, bis die Sachen halt da sind. Aber das heißt also hier im Großen und Ganzen einfach, dass ich hier ein bisschen ernster das Ganze hier machen will. Also ich habe das ja eigentlich so hier als kleines Spaßprojekt hier angefangen, damals vor knapp 2 Jahren sind es jetzt schon. Und es hat sich doch für mich zu was entwickelt, das ich sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne mache. Sogar, echt jetzt, ich habe rechts hier gedrückt und deswegen bist du wieder dahin. Es hat sich wirklich zu was entwickelt, was ich sehr, sehr gerne mache und wirklich für mich eigentlich wirklich ein Hobby geworden ist, so wirklich hier für euch die Videos zu machen und so. Und mir macht das mega Spaß und deswegen werde ich das auch auf jeden Fall weitermachen. Und ich hätte mal gesagt, wir kommen jetzt direkt zum nächsten Schritt und zwar geht es um die Streams heute auch noch, Leute. Ja, ich werde heute auflösen, wer die neuen Mods sind. Ja, ich werde euch neue interessante Sachen erzählen, die ihr sicherlich noch nicht wusstet. Und ich finde den See hier ehrlich gesagt ganz schön geil. Ich will hier mein Häuschen haben. Ich will hier mein Häuschen haben, auf jeden Fall. Hier drüben. Muss ich mal ganz kurz hier überlegen. Vielleicht. Ah, ne, wir machen. Bleiben hier. Ja, dann fangen wir, hätte ich mal gesagt, an. Und zwar zu den Streams. Es wird jetzt inzwischen eine kleine Neuigkeit geben bei den Streams. Und zwar kann man mich jetzt auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig sehen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, was auch mit den Mods zu tun hat. Und zwar brauche ich ja dann später Mods für beide Plattformen, was sehr, sehr wichtig ist. Was dann auch dazu geführt hat, dass ich doch ein paar mehr Mods einstellen werde als gedacht. Und ich habe jetzt auch schon mir 8 Leute rausgesucht, die ich hier auf jeden Fall reinhauen werde. Warum funktioniert meine Playlist jetzt nicht mehr? Ich muss mal ganz kurz raustappen hier. Fortsetzen. Ah, da kommt sie doch. Perfekt. Ja, auf jeden Fall, es sind ein paar mehr Mods geworden, als ich jetzt am Anfang vorgestellt hatte, aber es liegt einfach daran, dass ich halt auf 2 Plattformen jetzt streamen werde. Da bedanke ich mich ganz recht herzlich wirklich beim Pedamos, weil mir der da wirklich geholfen hat, hier ein bisschen das Ganze zu organisieren und sowas. Und dieses Ganze hier einzustellen, blabliblub. Ihr kennt die ganzen Geschichten. Und ja, das wird halt mega lustig, weil ich denke mir halt die ganze Zeit so, ja, hey, guck mal, auf Twitch sind eigentlich die ganzen Streams unterwegs. Und das ist halt auch wirklich so, dass man auf YouTube sucht man sich halt Videos und auf Twitch sucht man sich halt die Streams. Und ich finde es halt mega cool, dass man das jetzt beides gleichzeitig machen kann, was natürlich auch jetzt noch nicht so alt ist, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Und das finde ich halt mega awesome, weil das halt mir persönlich eine größere Chance gibt, eine Community aufzubauen und euch halt damit zu vergrößern, also meine liebe Community, dass wir einfach noch mehr Spaß und Freude zusammen haben können. Das ist ja eigentlich das, was ich hier schlussendlich machen möchte. Einfach weil die Leute, die hier reinkommen und hier in die Community kommen, wirklich, ich muss sagen, ich finde alle von euch, ich habe wirklich noch keinen einzigen kennengelernt, der hier wirklich bei dem ich sage, so, hey, Junge, du bist echt ein Idiot oder sonst was. Klar, es gibt immer mal wieder Troller oder so, die in unseren Stream reinplatzen und hier irgendwelchen Bullshit machen oder sowas. Aber ich,
ihr kommt hierher und ihr seid da und seid awesome und alles Mögliche. Und das ist halt einfach, ich hoffe, es gibt noch mehr Leute wie euch da draußen. Und das würde mich mega freuen, weil ich finde halt auch, dass es hier so ein bisschen so eine Verbindung inzwischen gegeben hat, so zwischen der Community. Man schreibt im Chat, man macht dieses, man macht jenes. Man lernt neue Leute kennen, klar, ein bisschen Internet. Wir sind im digitalen Zeitalter, da ist das halt doch schon auch mal wichtig. Und deswegen finde ich das halt sehr, sehr interessant, hier den Verlauf so ein bisschen anzugucken. So, aber jetzt habe ich genug drüber gequatscht, von wegen weshalb, warum und wieso. Wir streamen auf jeden Fall, also ich streame inzwischen jetzt halt auf Twitch und auf YouTube. Einfach auch für die Leute, die halt sagen, ja okay, YouTube ist halt irgendwie für mich jetzt nicht gerade das perfekte Ding und die Musik ist mir gerade ein bisschen zu laut und aggressiv hier, würde ich fast mal sagen. Kann ich noch leiser gehen? Doch so. So, ein bisschen im Hintergrund noch das Gedüdel hier. Es gibt ja halt wirklich, ich habe auch schon Leute gehabt, die haben gesagt, ja, hey, warum streamst du nicht auf Twitch? Ich kriege auf Twitch irgendwie ein besseres Bild rein oder sowas. Keine Ahnung. Klar, es kann immer mal wieder sein, dass YouTube vielleicht irgendwie die Streams nicht mag oder sowas. Das kommt auch mal vor. Und deswegen wird es halt beides geben. Wenn möglich, natürlich. So. Okay, wir haben das jetzt abgehakt und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier einen Cut setzen. So, liebe Leute, wie ihr seht, hat es hier in dem Video jetzt einen sehr, sehr großen Cut gegeben. Ich habe nämlich gerade eben eigentlich schon weitergemacht und habe hier alles Mögliche aufgebaut und schon alle möglichen Sachen erzählt. Aber es ist jetzt ein bisschen was passiert und zwar hat mein OBS gerade eben gemeint, irgendwie, ja, ich nehme ja aber jetzt mal eben kurz nicht auf. Aus Gründen, weil weiß ich auch nicht, weil doof und so. Auf jeden Fall jetzt nochmal zurück zum Thema. Und zwar, das war eigentlich so dieses erste Thema. So, wir kommen jetzt weiter und zwar zu einem weiteren mir sehr, sehr wichtigen Thema. Es geht nämlich jetzt um einen neuen Upload-Plan, den ich bald erstellen werde. Es wird also bald so sein, dass es ein weiteres Single-Let's Play gibt, wo ich mich eigentlich schon mega drauf freue, weil ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel halt echt, also dass die Spiele, die ich vorhabe, ich werde ja nicht nur eins machen, dass die Spiele halt relativ cool werden und dass man halt sich da noch ein bisschen drüber unterhalten kann und so. Und deswegen möchte ich hier an dieser Stelle nach eurer Meinung fragen, habt ihr Bock überhaupt auf längere Singleplayer-Let's Plays oder seid ihr eher so die Freunde, die sagen, ja, hey, komm, mach gerne ein Singleplayer-Let's Play, aber vielleicht spielst du da doch dann auch sowas wie, keine Ahnung, Counter-Strike kann man ja theoretisch auch als Singleplayer-Let's Play sagen, aber was ich halt machen würde, wäre gern ein bisschen mehr so Story-basierte Sachen. Da fällen mir eigentlich so spontan eigentlich schon ein paar Sachen ein, so Darksiders oder sowas. Weißt du ja bald, wie ich irgendwie gestern oder so durch den Sascha erfahren habe, als der dritte Teil rauskommen soll, wo ich mich mega drauf freue. Und da würde ich gerne mit euch die ersten zwei Teile irgendwann mal spielen oder sowas in die Richtung. Wir werden natürlich ein paar neue Nintendo-Spiele dann anzocken und alles Mögliche. Da fällt mir schon einiges ein, was wir machen können. Und halt so Story-basierte Spiele würde ich halt auch gerne mal spielen, à la Devil May Cry oder sowas. Und da wollte ich einfach mal fragen, was eure Meinung dazu jetzt ist. Und ja, die könnt ihr hier sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich darüber freuen, dass ich das mal erfahre. Und eine weitere Erweiterung gibt es halt. Es wird so sein, dass ich wirklich einen festen Upload-Plan machen werde, der halt wirklich sagt, okay, da und da kommt das Video, da und da kommt das Video. Das Ganze wird aber auch erst im Laufe der nächsten Zeit geschehen. Also es ist jetzt nicht Strich auf Zack und so, dass ich jetzt hier direkt sag, jo, jetzt kommt die neue Meta auf meinem Kanal, wenn man das so mal ganz doof sagen darf. Und ab jetzt wird alles anders. Nee, es wird so sein, dass das jetzt im Laufe der zwei Monate auch läuft, so wie der ganz andere Rest. Jetzt will ich mal gucken, ob hier die... Ja, nee, hier kommen die Zombies nicht hoch. Gut, nur geskillte Leute wie ich kommen da hoch. So, es wird also so sein, dass hier sich ein bisschen was ändern wird mit den Singleplayer. Und was ich noch sagen muss hier an dieser Stelle, es wird einen Tag geben, liebe Leute. Auch wenn mir da vielleicht ein paar Leute böse sein werden oder sowas. Ich hoffe, es seid ihr nicht. Es wird einen einzigen Tag geben in der Woche, wo kein Hearthstone kommt. Und zwar gar keins. Egal ob Video oder sonst was, es wird einen Tag lang wird kein Video zu Hearthstone kommen. Es wird aber dafür andere Videos kommen. So, wir machen hier mal das Loch noch nebenher zu. Außer theoretisch, ich bin gerade mega motiviert und habe mega Bock auf einen Stream oder sowas, dann wird ein Stream kommen. Aber ein Video wird es dann an diesem Tag nicht geben. Ich weiß noch nicht, welcher Tag das ist, das werdet ihr dann im Upload-Plan sehen. Aber dazu werde ich dann auch noch erstmal noch ein neues Video machen. So. Das war das und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu der Sache, wo die Leute eigentlich am meisten drauf gewartet haben.
Sorry, liebe Leute, hier für den kleinen Cut nochmal. Es ist einfach so, dass OBS und Minecraft sich bei mir gerade nicht vertragen. Ich muss da nochmal eine Lösung finden. Das ist ja auch gerade der Fall, warum Minecraft bei mir gerade vom guten Sascha aufgenommen wird. Hier nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Aber jetzt kommen wir endlich zu der Sache, die jetzt so wichtig ist eigentlich, die ich eigentlich schon die ganze Zeit ansprechen will. Und zwar zu den neuen Mods. Bevor ich aber jetzt sage, wer die neuen Mods sind, möchte ich noch eine kleine Anmerkung machen. Und zwar wird es so sein, dass ich ja jetzt nicht nur, liebe Leute, auf YouTube-Streamer. Und zwar habe ich mich ein bisschen gebildet und erweitert mit Hilfe des Pedamos. Vielen Dank nochmal hier an die Stelle, an dich hier. Hast mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und zwar würde es so sein, dass ich in Zukunft auf YouTube und auf Twitch streamen werde. Einfach weil Twitch halt einfach die Plattform für Stream schlechthin ist und ich mir gedacht habe, hey, das ist ganz cool, wenn die Leute halt, die sagen, ja, hey, bei YouTube funktionieren deine Streams bei mir nicht so wirklich, was ich das öfteren schon hatte, lustigerweise. Und die dann gefragt haben, hey, kannst du nicht auf Twitch streamen oder so, dass ich halt da sagen kann, jo, guck halt vorbei, läuft alles über Twitch auch. Das heißt, ihr könnt euch jetzt entscheiden, wo ihr schauen wollt, was ich sehr, sehr positiv finde, wenn ich ehrlich bin. So, des Weiteren war es eigentlich schon zum Thema Stream. Ich stream halt jetzt auf zwei verschiedenen Plattformen, was ich wirklich sehr, sehr angenehm finde. Nice. Wir kommen jetzt endlich zu der Sache, ich bin gerade echt ein bisschen durch den Wind, wenn ich ehrlich bin, weil erst kackt hier die ganze Zeit die Aufnahme ab und alles mögliche, das ist ein bisschen nervend aufreiben für mich, aber das ist okay. Wir können jetzt endlich weitermachen. So, wir kommen also zum nächsten, und zwar zu den Mods will ich jetzt endlich kommen. Ich habe mir nämlich von den knapp 14, ich weiß nicht, 13 oder 14 Bewerbern habe ich mir meine Favoriten rausgesucht. Und die halt jetzt Mod werden, aber bevor ich das euch sage, muss ich doch noch sagen, Leute, seid mir bitte nicht böse, seid nicht traurig, wenn ihr keine Mods geworden seid. Es ist überhaupt nicht schlimm, weil, liebe Leute, es ist nämlich so, dass ich habe mir in letzter Zeit meine Aufrufzahlen und alles und meine Streamzahlen und alles ein bisschen genauer angeguckt und mir ist halt wirklich aufgefallen, dass innerhalb, wirklich der ganze Stream und alles ist innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von 2 bis 3 Monaten. Ich meine, es hat wirklich erst angefangen bei mir auf dem Kanal im Dezember und ich bin jetzt schon um knapp 100, 120 oder 200, ich glaube im Dezember hatte ich mein 300 Abonnenten Special oder mein 200 Abonnenten, ich weiß es gerade gar nicht mehr, auf jeden Fall so um den Dreh rum. Und jetzt sind wir schon so hochgegangen, Leute. Das ist der absolute Wahnsinn für mich und ich bin da immer noch ein bisschen überwältigt damit, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen überwältigt damit und deswegen habe ich beschlossen, dass ich mehr Mods einstellen werde, wie zuerst geplant. Das ist nämlich das, was ich die ganze Zeit sagen wollte. Es werden nicht nur die 3 Mods sein, wie ich festgelegt habe, einfach deswegen, weil ich jetzt auf 2 Plattformen stream, könnten wir auf jeden Fall mehr Mods gebrauchen. Das heißt, es werden ein paar Mods für Twitch geben und es wird ein paar Mods für YouTube geben. Und da werde ich noch mit den Leuten quatschen natürlich, wie das denn lieber ist. Und ich hoffe, wir können da eine sehr, sehr gute Einigung finden. Auf jeden Fall freue ich mich drauf, mit euch zusammenzuarbeiten. Und jetzt spanne ich euch auch nicht mehr länger auf die Folter, liebe Leute. Das habe ich jetzt schon lange genug gemacht. Und hau jetzt erstmal hier die Mods raus. Und zwar sind die Mods an der Zahl bis jetzt gerade im Moment 8. Es werden aber noch wahrscheinlich noch einer oder zwei mehr. Und wie gesagt, Leute, falls ihr traurig seid, weil ihr dieses Mal kein Mod geworden seid, bleibt cool, Leute. Es kann passieren, dass wenn ihr nächstes Mal irgendwie anfragt oder so, komme ich vielleicht auf euch zu und sage, hey, du bist so aktiv in der Community und alles, du schreibst so gerne im Chat mit, du hilfst den Leuten auf meinem Channel, was für mich eine Erleichterung ist, weil es wird langsam echt viel, wie viele Kommentare immer reinkommen und alles Mögliche. Und da muss ich halt auf alles antworten und so. Und es ist halt auch ein bisschen krass, weil der Chat, der überläuft mich jetzt schon manchmal ein bisschen. Und wenn da ein paar Leute da sind, die mir ein bisschen unter die Arme greifen, ist es natürlich sehr, sehr schön für mich und auch sehr, sehr angenehm. Und deswegen könnte es sein, wenn es halt noch krasser wird, dass ich halt mehr Leute brauche. Und da könnt ihr höchstwahrscheinlich dabei sein. Die einzigen Forderungen sind halt wirklich, dass ihr aktiv seid und halt immer Freude und Spaß habt, dass ihr keine Arschlöcher seid oder sonst was. Was ich jetzt hier bei euch eher weniger vermute, wenn ich ehrlich bin. Weil, das muss ich ganz ehrlich sagen, die Community ist einfach der absolute Hammer. Jeder von euch ist einfach der absolute Wahnsinn. Klar, es gibt immer mal wieder so ein paar Lattenröste hier, die halt blöde Sprüche bringen und sowas und hier Spam oder irgendwie Werbung machen im Chat oder sowas. Aber ansonsten seid ihr einfach der absolute Wahnsinn. Und das ist für mich so unglaublich cool, dass ich so viele Leute kennengelernt habe, die einfach sagen, hey, du machst coole Videos, du streamst, du unterhältst uns, wir unterhalten uns mit dir. Wir können hier zusammen quatschen. Mega awesome.
Ich freue mich einfach tierisch drüber und ja, jetzt habe ich aber lange genug gequatscht und so. Wie gesagt, seid nicht enttäuscht, wenn ihr es nicht geworden seid dieses Mal. Es wird auf jeden Fall höchstwahrscheinlich, also zu 100.000% eigentlich, wird es noch mehr Mods geben. So, wir kommen jetzt zu den Mods. Und zwar werde ich das Ganze jetzt hier ein bisschen im Schnelldurchlauf machen. Die Mods mussten, ich habe ein bisschen mit den Mods geschrieben teilweise, und oder sie sind halt schon langjährig dabei beim, also was heißt langjährig, sie sind halt schon eine Weile dabei. Und sind immer aktiv gewesen, hatten zwar jetzt teilweise ein paar hatten zwischendrin eine kleine Pause, jetzt sind aber jetzt doch wieder öfters da. Bei denen hat sich halt auch die Interessen ein bisschen gewechselt, aber da sich jetzt der Content auch auf meinen Kanal ein bisschen wechseln wird, wird es höchstwahrscheinlich besser. Und ja, ich habe mich jetzt entschieden und die Leute werden, die Namen sind, also ich wollte jetzt gerade sagen, die Leute, die Mods werden, sind. Der gute Freier Bär, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Freier Bär ist einer der Leute, die halt fast dauerhaft in meinem Stream sind, was ich mega, mega cool finde, weil mich das einfach übermäßig freut. Er unterhält sich sehr, sehr gerne mit mir, schreibt auch in dem Chat viel und das ist einfach perfekt, Leute. So muss das halt eigentlich sein. Es freut mich tierisch. So, weiter geht's mit dem guten Christopher Müller. Vielen, vielen Dank, dass du dich auch gemeldet hast. Und ja, du bist Mod. Herzlichen Glückwunsch. Wir machen direkt weiter auch mit dem Mark Schmidt. Oder auch genannt Goldgoblin in Battle.net. Vielen Dank auch für deine Bewerbung. Und es freut mich, dass du das machen willst, weil du bist auch sehr aktiv. Ich fand es sehr, sehr gut, wie du letztens in Mathis helfen wolltest beim Deckbau. Das freut mich sehr. Dazu kann ich jetzt schnell was sagen. Es wird irgendwann mal ein Deckbau-Hilfen-Video geben. Deckbau-Hilfen-Video. So, wir gehen weiter zum guten Sky401. Ich weiß, du warst in letzter Zeit eher weniger da, aber es freut mich, dass du wieder öfters da bist und hier so fleißig bist. Deswegen kriegst du von mir den Mod-Status. Und tut mir leid, wenn ihr hier gerade keine Bewegung seht oder sowas, aber ich muss halt hier gerade ein bisschen an meiner Liste, nach meiner Liste gucken. Ja, die lege ich mir jetzt mal hier so hin. Das sieht doch besser aus. Vielen Dank dafür auch, Sky, an dieser Stelle. Und der nächste ist der gute Trunix. Trunix, du hast eigentlich als erster das Ganze angefragt und das Ganze in so Rollen gebracht. Es hat mich wirklich gefreut, dass du das gefragt hast, weil es ist mir selber aufgefallen, dass es ein paar Sachen gibt, die halt wirklich zu erledigen sind und so. Und das ist halt sehr, sehr angenehm, wenn man halt dann Leute dafür hat, die halt einem helfen, das zu machen. Und das finde ich eigentlich mega cool. Deswegen vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch auch zu deinem Mod-Status. Wir haben dabei den guten Simster. Herzlichen Glückwunsch auch an dich zum Mod-Status. Du hast ja schon so schön geschrieben, wir müssen zusammenhalten und sowas. Das ist aber nicht der Grund. Das liegt ganz einfach daran, dass du ein cooler Dude bist, dass du sehr, sehr aktiv bist, jetzt eigentlich in den meisten Streams hier mit dabei. Und eigentlich immer schön schreibst und lustig bist und Party machst und sowas. Und es freut mich einfach, solche Leute wie dich hier auch drin zu haben. So, wir gehen weiter zum guten Helias. Helias ist ja ein langjähriger Zuschauer schon von mir, der halt auch schon mitgespielt hat und alles bei League of Legends und sowas. Hat mich tierisch gefreut, dass du jetzt auch wieder öfters auf meinem Kanal rumeierst, wenn ich das mal so sagen darf. Und wo ist jetzt unser Haus hin? Bin ich gerade blöd? Dass du jetzt öfters wieder hier auf dem Kanal unterwegs bist und so, das freut mich tierisch, weil, ja, ist halt einfach cool, dass du da bist. Mit dir muss ich eh nochmal quatschen wegen LOL. Oh, LOL. Oh, Alter, boah, Schock des Todes, hey, jetzt gehe ich mal hier rein schnell. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier drin sein muss, aber das werde ich jetzt halt erstmal hier machen. Mit dir muss ich nochmal quatschen wegen LOL und so, weil da habe ich so ein bisschen was vor, so zum Thema Projekte, neue und sowas, wo wir mal quatschen können. Also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch auch an dich zum Mod. Dann haben wir noch den guten Manero-Manuel Z. Herzlichen Glückwunsch auch an dich zu deinem Mod-Status. Ich habe Manuel angeschrieben, weil er halt einer von den Leuten ist, die halt auch echt dauerhaft da sind und alles mögliche. Und er hat dann auch gesagt, ja, er möchte auch gerne eigentlich Mod werden. Hat aber eigentlich den anderen Vortritt lassen wollen, weil na, es halt echt viele Leute gibt, die halt echt gerne Mod werden wollen. Und ja, du bist einer der Mods. Herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank an euch alle hier nochmal an dieser Stelle. So, damit dürfte ich eigentlich alle haben. Ich lese jetzt nochmal schnell im Schnelldurchlauf hier durch. Es ist der gute Mark Schmidt, Freierberg, Christopher Müller, Sky401, Trunix, Simster, Helias und Maneru-Manuel Z. Es gibt noch eine Person, mit der ich nochmal reden muss, die auch noch Mod werden kann. Da muss ich aber noch mal kurz ein bisschen mit ihm quatschen. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch, dass ihr hier mit dabei seid und das alles macht. Falls ihr euch fragt, ja, es sind jetzt wirklich 8 bis 9 Mods, wenn jetzt die letzte Person auch noch hier sagt, yo, yes, I will, dann sind es hier halt wirklich 9 Personen, die halt hier aufpassen werden.
Die Sache ist halt einfach die, Leute, falls ihr euch fragt, hey, warum willst du denn jetzt plötzlich so viele? Am Anfang waren es nur 3, jetzt sind es plötzlich 9 geworden. Es ist einfach so, Leute, ich muss es halt gucken, weil es jetzt plötzlich 2 Chats sind. Es ist einmal YouTube und einmal Twitch. Wenn es auf Twitch, weil es halt wirklich eine Streaming-Plattform ist, ein bisschen heißer hergeht mal, werden da auf jeden Fall mehr Ding gebraucht als auf YouTube. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Aber das ist halt immer noch so eine Sache, so ein Blick in die Zukunft, wenn man das so mal sagen möchte. Ja, deswegen habe ich mir gesagt, jo, die Leute hier werden erstmal Mod. Es sollte halt immer jemand da sein, halt, falls ich mal nicht kann oder sowas. Also, falls ich mal nicht antworten kann oder sowas, wäre es halt immer nicht schlecht, wenn halt jemand da ist. Deswegen habe ich auch gleich so viele genommen. Und ja, das ist halt für mich eigentlich gerade mega gut, weil ich merke halt einfach, dass ihr mich supporten wollt und es freut mich tierisch. Und ich habe jetzt die wirklich ausgewählt, diese 8 bis 9 von euch 14, die halt im Moment wirklich meiner Meinung nach am aktivsten sind und meiner Meinung nach auch am produktivsten, könnte man so sagen, im Chat und in allem anderen. So, ich bedanke mich jetzt hier mal recht herzlich fürs Zuschauen und Zuhören. Ich weiß, ich habe jetzt wieder mega viel gequatscht und mega viel Blödsinn wahrscheinlich auch gequatscht und nebenher wahrscheinlich ziemlich wenig erreicht. Was ihr mir noch schreiben könnt erstmal, ob ihr hier mit dem Ganzen erstmal zufrieden seid, liebe Leute, ob ihr mit den Mods zufrieden seid. Wenn es natürlich mit irgendwelchen Mods Probleme geben sollte, könnt ihr mir das gerne schreiben irgendwie. Ich bin da natürlich offen, oder falls ihr euch sagt, hey, ja, ich wollte eigentlich erst Mod werden, aber möchte jetzt eigentlich kein Mod mehr werden und so, könnt ihr mir das natürlich auch gerne schreiben. Ich habe da natürlich ein offenes Ohr für euch. Und ja, da hätte ich eigentlich auch mal gesagt, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich hätte mal gesagt, bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf Sonntag auf den Stream mit den neuen Mods. Haut rein, Leute! Türelü!